Heute schauen wir uns den Account von Darkstep an. Los geht's. Somit begrüße ich euch zu einem weiteren Account-Review und zwar von Darkstep, wie eben schon erzählt bzw. gesagt. Und zwar braucht er hauptsächlich Tipps Richtung Dragon Speed 10 und TOA. Das sollte auf jeden Fall machbar sein. Aber erstmal locken wir mal ganz kurz den Job ab. Was ist das denn hier? Eine Wille 5-Star Flatstat. Geil, okay. Gut, schauen wir uns die Monster erst einmal ganz in Ruhe an. Okay, er hat auf jeden Fall... Oh, er hat eine Fregatte, das ist ja krass. Hätte ich auch mega gerne. Boah, da sind viele neidisch, kann ich jetzt schon sagen. Fregatte ist richtig cool. Hat er gar nicht so viele Monster. Ich habe eigentlich damit gerechnet, dass mir jetzt voll viele Monster ins Gesicht gepackt werden. Aber es geht sogar. Okay, cool. Lager. Ich check nochmal ganz kurz das Lager ab. Nicht, dass hier auch noch Monster drin sind. Hier ist noch ein Chao, ein zweiter Chao drin. Ui. Oh, und ey, krass, ein Halbfass. Der ist richtig cool, der ist richtig nervig. Also in der Verteidigung kann er sehr nervig sein. Ist mehr so ein Toy eigentlich, aber der ist richtig cool. Also ich mag ihn, also ich finde den lustig. Und Lucian ist hier noch drin, sein zweiter Lucian. Zweiter Lucian würde ich auch noch raten zu bauen. Zwei Lucians sind immer besser, also kann man auch relativ gut gebrauchen, sag ich mal. Bis drei, danach wird es ein bisschen, drei Lucians kann man noch gebrauchen. Beim vierten sind es dann eher so, Aber okay, gut. Gehen wir mal auf die Monster drauf ein. Fangen wir erstmal hier mit Chao an. Also wie gesagt, es ist... Triple Klinge. Ui. Okay, das ist interessant. Aber es wird halt so sein, dass ich versuche, ein bisschen schneller zu sein jetzt mit den Account-Reviews. Ja, das ist jetzt, glaube ich, der vorletzte. Je nachdem, ob sich der eine noch meldet oder nicht. Weil ich muss echt ganz ehrlich sagen, die Leute haben ein bisschen lange gedauert, bis sie dran kamen. Aber naja... Deswegen, wir sind fast durch. Also eins habe ich noch aufgenommen. Das kommt jetzt auch die Tage. Dann jetzt das und ja, je nachdem, ob die anderen sich noch melden, vielleicht zwei noch. Danach sind wir erstmal durch mit den Account-Reviews und dann wird erstmal eine Pause eingelegt, was Account-Reviews angeht. Aber gut, wir fangen erstmal mit Chao an. Der ist auf HP, Crit Damage, HP, also mehr so Richtung Tanky gegangen. Kann man auf jeden Fall machen. Crit-Rate... Ist natürlich eine Sache, also das Runeset ist auf jeden Fall sehr interessant. Triple Klinge. Würde ich jetzt nicht unbedingt machen, muss ich sagen. Würde ich nicht unbedingt machen. Ich meine, HP Crit Damage, HP kann man machen, wenn man halt so ein bisschen tanky gehen möchte. Crit Rate, 100% auf den Chao, weiß nicht, ob das sogar too much ist. Weiß nicht, ja. Also der ist natürlich sehr tanky, der wird auch wahrscheinlich sehr nervig sein. Vor allem mit der Passive. Aber es ist irgendwie so Mischi-Misch, ja, so Mix-Misch, so ein bisschen gemixt. Also ich meine, die Stats sehen an sich gut aus, wenn man Richtung Tank geht. Das Einzige, was ich halt nicht verstehe, ist die Crit-Rate. Warum dann nicht lieber Vio nehmen oder irgendwas anderes? Sowas verstehe ich halt nicht. Warum man dann Triple Klinge nimmt, anstatt kein Vio oder so. Aber okay, ich meine, von den Stats her sieht es ja relativ gut aus, ja. Das sieht relativ gut aus, wenn man den Richtung HP baut. Dann gibt es ja auch noch Tanky-Variante, Damage-Variante. Aber im Großen und Ganzen sieht er okay aus. Er sieht auf jeden Fall tanky aus, ja. Wobei, wie gesagt, dass ich mit den Triple Klinge nicht so ganz verstehe. Das könnte man mir ganz gerne mal sagen, warum, weswegen, weshalb. Aber ansonsten sieht es okay aus. Aber außer beim Room-Set, da würde ich vielleicht noch ein bisschen was ändern. Kona ist auf Tempo Broken mit HP, Def, HP. Tanky ist es auf alle Fälle. Ich finde es sehr langsam, aber du hast auch ein Vero, okay. Ja, sehr langsam halt. Also ich würde eher Speed, Def, HP oder so nehmen und dann ungefähr denselben HP-Wert hinzukriegen, bisschen schneller zu bauen. Dann sollte es eigentlich passen, ja. Broken kann man auf alle Fälle machen, ist auf Tempo, ne? Ja, also ganz so langsam ist es jetzt nicht. Also es ist, der hat halt einen sehr niedrigen Base-Speed. Das ist halt so das Problem. Es ist schwer, das anzugleichen, im Gegensatz zu einem Vero. Vor allem, wenn man jetzt, sagen wir mal, Kona als Vero-Ersatz in GB10 nimmt. Da ist das so eine Sache, da muss das alles abgepasst sein, um dass er Vero ersetzen könnte. Also Kona kann Vero ersetzen in GB10, aber da müsste das halt alles ein bisschen besser passen. Und deswegen... Ich finde es ein bisschen langsam, aber ansonsten sieht es auch gut aus, muss ich sagen. So, Verrat ist auf Gewaltklinge mit Speed, Def, Def. Also mach lieber Speed, Def, HP, also ein bisschen HP mit rein. Also Speed, Def, HP oder Def oder HP, Def, so halt. Das wäre auf jeden Fall wesentlich besser und wenn möglich später noch auf Wille ruhen.
Max Skills ist er und vielleicht sogar noch ein bisschen, also was hier, was mir jetzt hier schon auffällt, er ist zu squishy, er hat zu wenig HP, der Death-Head sieht okay aus, ich weiß, er skaliert mit Death, aber im Normalfall HP ist besser als Death, weil er sollte im Großen und Ganzen nur eine Aufgabe haben und das ist Nerven, aushalten, Nerven, CC'n, was weiß ich, ja, das ist somit das Hauptding, was er machen soll. Und ich meine, Accuracy-Wert könnte sogar passen. Meiner ist, glaube ich, ungefähr auch so und der trifft eigentlich so gut wie immer. Also ich würde mal so 50% anstreben und wie gesagt, einmal austauschen durch HP und versuchen, ihn noch ein bisschen schneller zu kriegen. Das ist wichtig. Er hat zwar eine sehr niedrige Base-Speed, aber da ist das umso wichtiger, es ein bisschen auszugleichen, dass er nicht komplett outgespeedet wird. Das ist noch sehr wichtig, vor allem in der Arena. Deswegen HP-Rune rein, ein bisschen mehr Speed. Accuracy, ja, da würde ich jetzt noch keinen Hauptfokus drauf legen, aber ich würde mal so grob 50% anstreben. Ansonsten sieht der eigentlich auch gut aus, muss ich sagen. Praha ist auf Qual Energie mit Speed, HP, HP, das sieht gut aus. Energie kann man am Anfang auf alle Fälle machen. Ich würde sobald möglich auf Nemesis umruhen, anstatt auf Energie, das ist cool. HP ist in Ordnung, ist auf jeden Fall noch ein bisschen ausbaufähig. Dasselbe mit Speed, das Speed ist halt so ein Ding. Dadurch, dass er ja mit dem zweiten strippen kann und sie ist nicht Max Skills, okay, sollte man auf jeden Fall gucken, wenn sie wirklich strippen soll mit ihrem zweiten oder halt eben nicht, das ist natürlich so eine Sache, muss der Speed noch angepasst werden, da sie nicht wirklich zum Strippen kommt bei dem Speed, vor allem wenn die Leute als Gegner jetzt, sagen wir mal, im PvP wesentlich schneller sind, dann kommt sie nicht wirklich, vor allem ist sie auch noch sehr squishy, sie behält nicht so viel aus, deswegen HP, Speed, Accuracy sollte eigentlich passen. Es sollte ungefähr passen. Rest könnte man auch noch versuchen, mit ein bisschen reinzukriegen. Und halt, wie gesagt, wenn möglich später auf Nemesis ruhen, dann sieht es eigentlich auch gut aus. Sigma, also 666, ist auf Speed, HP, Attack, also so ein bisschen hybridmäßig. Also du hast die Möglichkeit hier auf Gewalt, Energie. Okay, ich weiß nicht, wofür die nutzt. Ich gehe mal von Dragons aus. Für Dragons sollte sie echt gut sein eigentlich, da sie jetzt nicht umfliegt wie eine warme Fliege, sondern eher noch ein bisschen was aushält. Sie ist halt so hybrid gebaut. Im Normalfall wäre jetzt eigentlich Fatal Klinge mit Attack, Crit Damage, Attack oder mit Speed, Crit Damage, Attack. Das wäre so Standard-Sig. Die Stats von ihr gefallen mir einigermaßen gut. Ich finde es da wie auch wieder ein bisschen langsam. Ich meine, es ist ein Angriffstyp, der muss nicht unbedingt super schnell sein, aber vor allem, wenn man sie jetzt nur im PvE benutzt, ist es okay. Wenn man aber noch vorhat, sie auch noch im PvP zu benutzen, wie BK oder ähnliches, dann würde ich noch versuchen, ein bisschen Speed reinzukriegen. Accuracy muss nicht sein. Was mir, also es ist jetzt eher so ein Tanky, es ist so ein bisschen Hybrid, also ist klar, also Attack-Wert geht, aber Crit-Raten-Wert ist zu wenig, genauso dasselbe wie mit Crit-Damage, aber da sie halt auf Attack geruht ist, auf HP geruht ist, ist es halt so ein Ding, wo ich mir denke, okay, ja, sie ist eher so ein bisschen Hybrid, deswegen ist sie nicht auf Damage unbedingt ausgelegt. Accuracy könnte sie vielleicht noch ein bisschen vertragen. HP, wenn du wirklich Richtung Tank gehen möchtest. Ja gut, okay, da kommt noch ein bisschen was zu, die ist gerade mal plus 12, also da kommt, die kommt mindestens noch auf 10.000 HP drüber, okay, dann passt das eigentlich. Sieht an sich ganz okay aus, wenn man die Tanky-Variante nutzt. Ja, aber wenn man halt auf Damage gehen würde, dann ist der Crit-Rate, Crit-Damage-Wert halt einfach zu low, aber da es auf HP ist, okay. Theomas ist auf Klinge-Tempo mit Speed, Crit-Damage, Attack, das sieht gut aus. Ich würde dir raten, ihn bald möglich auf Vio zu ruhen, vor allem wenn du jetzt Dragons safe kriegst oder safe ist, weiß ich jetzt nicht, ist schon ein bisschen länger her, dass er mir geschrieben hatte, dass er da Tipps braucht, vielleicht hat er es ja safe bekommen, würde ich gegebenenfalls auf Vio langsam umruhen, weil Ifrits haben so die Angewohnheit immer zu procken, dasselbe wie mit Chazun und dasselbe wie mit Orions, die haben irgendwie so die Angewohnheit Dauer zu procken, ich weiß nicht was da los ist, es liegt in der Natur der Ifrits, habe ich so das Gefühl, deswegen, mal versuchen, wenn möglich. Schnell ist er, aber gut, er ist auf Tempo. Crit-Ratenwert ist noch okay, ja. 70% sollte man so grob anstreben, sagt man. Crit-Damage-Wert könnte auch noch gesteigert werden. Accuracy 20%, okay. Und ich würde noch versuchen, ein bisschen mehr auf HP zu gehen. Also ein bisschen mehr, also muss ich wirklich viel mehr sein. So 1000, 2000, wenn überhaupt. Und vielleicht noch die Crit-Raten-Wert ein bisschen anzusteigen und dann eher so auf Attack und Crit-Damage mehr drauf acht gehen. Wie gesagt, der Speed-Wert ist echt gut. Das liegt aber halt daran, dass er auf Tempo geruht ist. Aber da würde ich noch ein bisschen was dran arbeiten.
Vor allem, wenn er dann später auf Vigo rund ist, dann muss er halt natürlich den Speedwert wieder ein bisschen haben. Also wenn du jetzt, sagen wir mal, dann so 74% Speed hast, dann ist es okay Richtung Vio. Ja, und ansonsten halt ein bisschen HP, aber wirklich schon minimal. Würde ich jetzt erst am Anfang auch noch kein Hauptaugenmerk drauflegen, aber später ist es wichtig, dass er auch noch zusätzlich ein bisschen tankiger ist. Ansonsten dann den Attack-Wert ein bisschen ansteigern, die Crit-Rate vielleicht noch ein bisschen und dann den Crit-Damage-Wert hochpushen. Dann ist es eigentlich okay. So, Camille ist auf Tempo-Klinge mit Speed, Crit-Damage, HP. Das ist sehr interessant. Das ist so wieder so ein Bild, was so ein bisschen hybridmäßig ist. Das Ding ist bei Camille, wie komme ich auf Camille? LOL und so, aber ich zocke eigentlich gar keinen LOL. Ja, mehrere Variationen zu bauen. Also man könnte sie zum Beispiel auf Speed HP HP bauen, mit Zap-Werte so ein bisschen Rest und ein bisschen Death und dann mit Vio Energie, das wäre so ein bisschen tanky, ja, also so Richtung tanky, ein bisschen schneller, tanky-Build halt. Ansonsten Damage, also wirklich puren Damage, das wäre so Vio Rache, wäre ganz cool mit Attack, Crit, Damage, Attack und dann so Mindest-Crit-Wert von mindestens 67 und... ja, hohe Attack und hohe C-Damage. Also das müsste dann halt angepasst werden, wenn du vorhast, die eventuell auf Attack zu bauen. Dann ansonsten noch so ein Hybrid ginge halt mit, auch mit Speed HP, HP, mit, vielleicht mit Vio Nemesis, das wär, könnte auch noch ganz cool sein, mit so ungefähr 32 bis 40k HP. Die würde dann zum Beispiel auch eine Bombe von Sierra aushalten, was auch relativ wichtig sein könnte. Ansonsten noch Bruiser, HP, Crit Damage, Attack. Das ist ja ungefähr das, was du hast, glaube ich. HP, Crit Damage, ja, okay, ungefähr. Mit ca. 60 Crit und 150 C-Damage mit ungefähr 32 K Leben. Deine ist halt so gesehen, jetzt nicht böse gesagt, aber ist nichts Halbes und nichts Ganzes. Das ist halt so das Problem. Okay, du hast wahrscheinlich schon nicht die Möglichkeit, unbedingt Vio zu ruhen. Deswegen, okay, da ist wahrscheinlich sogar noch Tempo mit die beste Variante, die du machen kannst. Musst du dir halt mal gucken, wofür du dich am Ende entscheidest. Ich bevorzuge eher den Tanky-Build, also mit Speed, HP, HP und sehr viel Rest und Death in den Sub-Werten. Und vielleicht aber auch ein bisschen Speed, also Speed sollte nicht vernachlässigt werden natürlich. Das finde ich persönlich am besten. Viele benutzen aber auch den Tanky-Build mit Attack, Crit Damage, Attack oder den Bruiser mit HP, C-Damage und Attack. Das benutzen auch noch viele. Aber da musst du dich selber mal gucken, was dir besser so gefällt. Ist dann natürlich am Ende deine Sache. So, Barrett. Speed, HP, HP mit Qual Broken, wahrscheinlich Fokus versucht anzugehen. Der sieht gut aus. Vielleicht ein bisschen wenig Accuracy, ein bisschen mehr Accuracy vielleicht noch durch den letzten und den zweiten Skill relativ wichtig. Ansonsten gefällt er mir ganz gut. Also da habe ich jetzt nicht groß auszumeckern. Halt im Endeffekt ein bisschen HP und Accuracy so. Vielleicht da noch ein bisschen anstreben in der Zukunft. Aber ansonsten sieht es okay aus. Werde ist auf Klinge Energie mit HP, Quadrate, HP. Okay, also, ich sag mal so. Bei Werde ist es natürlich so, dass er den Speed angepasst werden sollte. Spricht also, wenn er muss das der langsamste sein in deinem Team. Und dafür ist es eigentlich okay. Ja, er ist auf HP, also er ist jetzt echt komisch geruht mit Klinge Energie. Normalerweise, wenn man noch kein Vio bauen kann, dann normalerweise immer Tempo. Aber wenn er sagt, nee, wenn ich Tempo rune, dann ist er zu schnell, dann lasse ich das weg und mache einfach Klinge Energie, um ihn tanky zu halten und die Crit-Rate zu erreichen. Warum nicht, ja? Also ich würde ihn später, wenn du wirklich Safe Giants farmen kannst, Ranks, ihn auf Vio runen. Vio Rache ist zum Beispiel sehr cool oder halt, also wenn möglich, oder ansonsten Vio Klinge natürlich. Aber der gefällt mir gut. Der gefällt mir echt gut. Der hat einen guten HP-Wert, der hat die 100% Crit-Rate. Speed ist halt getuned, denke ich mal. Der Herr, finde ich gut. Gefällt mir sehr. Spectra ist auf Speed, Crit Rate, HP. Das sieht gut aus. Ja, der sieht aber auch sehr gut aus. Gefällt mir sehr gut. Brauche ich auch gar nichts groß zu sagen eigentlich. Gefällt mir echt gut. So, Vela ist auf Gewaltenergie mit Speed, HP, Death. Das sieht gut aus. Ich würde ihn, wenn möglich, vielleicht noch später versuchen, auf Wille zu ruhen. HP-Wert sieht gut aus. Speed sollte schneller sein. Dadurch den Wille-Buff sollte er natürlich einer der ersten sein, die drankommen. Das ist natürlich so ein Ding, was wichtig sein könnte. Deswegen versuche ihn ein bisschen schneller zu kriegen. Aber der Rest sieht echt gut aus. Er ist tanky. Aber der Speed. Und wenn möglich halt später auf Wille ruhen.
Das würde zum Beispiel in LTA oder generell PvP was bringen. Wenn du ihn jetzt für Dungeon erstmal nimmst, zum Beispiel in Dranks, kann man ihn auch nutzen. Ist es an sich erstmal okay. So, Bernard ist auf Tempo broken mit Speed, HP, Accuracy. Accuracy braucht er, wie gesagt, nicht unbedingt. Es kommt darauf an, wie man ihn nutzen möchte. Später wird er eher so mit Lushen-Comp mehr benutzt als irgendwie anders mehr. Er sieht okay aus. So, die Werte sind eigentlich sehr ausgeglichen. Der HP-Wert ist okay. Speed-Wert, je nach Nutzen, sollte er noch ausgebaut werden. Also sollte noch ein bisschen höher gemacht werden. Accuracy, okay. Ja, ist okay. Also, wie gesagt, 30% Accuracy. Bernard, wenn man ihn noch wirklich in Giants benutzt, ist er vollkommen okay. Deswegen, ich würde hier gucken, eventuell eine HP-Rune reinzubringen. Ich glaube, das würde ein bisschen mehr bringen. Der HP-Wert ist halt sehr, naja, ist okay, aber ein bisschen low. Deswegen, da würde ich vielleicht noch ein bisschen drauf Acht nehmen. Shazoon ist auf Frost-Energie, auch interessant. Speed, Def, HP. 100% Rest. Also, die Werte sehen so an sich gut aus. Ein bisschen wenig HP, der Speed, okay. 100% Rest ist natürlich cool. Ist auch nice to have, vor allem auf Shazoon. Würde aber, wenn möglich, später auch auf Vio gehen. Vio, Energie, Vio, Nemesis gibt es auch viele. Sowas ist auch cool, kann man auch gut für Raid nehmen, Shazoon noch. Deswegen, muss mal gucken. Ich meine, so sieht sie okay aus. Find nur ein bisschen wenig HP. Aber der Rest sieht natürlich gut aus. Wie gesagt, Speed, ich finde es auch sehr, sehr langsam, aber es kommt immer drauf an, ja. Also, da man noch keine Vio-Runen farmen kann, ist das, glaube ich, somit die beste Möglichkeit. Du könntest sie jetzt noch auf Tempo, Energie ruhen, um sie halt ein bisschen schneller zu machen. Deswegen ist okay, aber die Werte sehen an sich okay aus. Bis auf der Speed ist ein bisschen low und der HP-Wert. Also, den würde ich noch ein bisschen steigern. Dann ist es für deinen Stand okay. Bella ist auf... Okay, ich habe gedacht, da ist auch 100% Wert. Ist auf Speed, HP, HP. Accuracy-Wert müsste noch ein bisschen angehoben werden. Der Rest sieht echt gut aus. Das Einzige, was ein bisschen fehlt, ist der Accuracy-Wert. Für den Deathbreak und den Strip. Das ist, könnte ein Problem sein. Aber werden wir gleich sehen. Aber der Rest sieht echt gut aus. Da gefällt mir richtig gut. Accuracy halt nur ein bisschen. Der sieht auch richtig gut aus. Ja, also da habe ich erst auf Gewalt Energie mit Speed, HP, HP. Da muss ich nichts sagen, der ist echt gut. Für Gewalt, 170 Speed, okay. Einen geilen HP-Wert, Accuracy braucht er nicht unbedingt. Der gefällt mir. Der gefällt mir echt. Oh, der hat eine Gianna. Oh ja, cool. Na, mein Bro. Habe ich gar nicht gesehen, dass er Gianna hat. Hast du auch den Skin? Nee. Oh, du hast aber, welche Aura ist das? Das ist diese dunkle Aura, ich glaube, ne? Na, wie hast du denn deine geruhen? Okay, auf Tempo Broken hast du deine Gianna geruhen. Also, meine Gianna ist auf Gewalt Wille. Du hast sie auf Speed Attack Attack. Also, ich habe auch mit Leuten mal geredet bezüglich Gianna, wie man sie vielleicht besser ruhen sollte. Also, das sind alles so G1-Spieler gewesen. Und die haben alle gesagt, bau sie eher tanky. Versuch sie eher tanky zu bauen. Und ich habe meine auf Speed HP HP. Und es ist wesentlich angenehmer, mit ihr zu spielen. Ich meine, gut, sie kriegt Angriffsleiste pro kritischen Treffer mit dem ersten Skill. Die Bombe tangiert mit Attack. Aber ihre Hauptaugenmerk liegt auf den da, auf diesen Skill. Und das ist der Strip plus Betäuben. Ja, das ist das Ding, was sie so stark macht. Abgesehen von der Bombe jetzt. Deswegen, ich meine, sie wird wahrscheinlich einen guten Damage mit der Bombe machen. Aber sie ist ein reines PvP-Monster. Also wirst du nirgendwo anders groß benutzen können. Und also später auf jeden Fall auf Vio Wille ruhen. Das kann ich ja jetzt schon sagen. Auf alle Fälle. Und im besten Falle wäre Speed HP HP. Und schön schnell. Also schnell sollte sie sein. Sie sollte was aushalten. Ich kann es dir sagen, wenn du mit ihr in die Arena gehst, sie wird entweder gebannt oder sie wird fokussiert. 100 Pro. So. Und wenn die nicht schnell genug ist, oder wenn dein Team hinterher nicht schnell genug ist, macht sie nichts. Die macht nichts. Sie ist One-Shot. Dadurch, dass sie... Die hält nichts aus. Das ist das Problem. Die Bombe ist ein netter Nebeneffekt. Ja. Das Wichtigste ist bei ihr aber der Strip. So. Deswegen... Überleg dir, eher tanky zu gehen und später dann halt erstmal auf Vio setzen. Wille wird vielleicht ein bisschen schwer noch werden. Aber auf jeden Fall später erstmal auf Vio setzen und dann gegebenenfalls meinetwegen Accuracy oder so. Dass sie den Strip gut landet, jetzt 57% Accuracy, das sehr gut ist. Musst du mal gucken.
Ja, da musst du echt mal gucken. Also da muss doch auf jeden Fall was gemacht werden. Es ist nur meine persönliche Meinung. Ich hatte meine damals auf Speed HP Attack und das hat mir eigentlich auch gut gefallen, aber die war einfach instant weg. Und als ich sie jetzt auf Speed HP HP geruht habe, ist es wesentlich angenehmer. Und die Bombe macht immer noch okay einen Schaden. Du darfst ja nicht vergessen, dass sie stunt mit der Bombe. So. Ja, also sie legt einen Bomber, 2 Runden, die kann sie natürlich nicht selbstständig detonieren, wenn du irgendwann mal eine Sierra haben sollst, perfekte Combo. Aber wenn du die stunt halt mit der Bombe, sprich, wenn du Bombe drauflegst und sie prockt meistens wie ein Idiot, spätestens auf Vio, prockt so wie ein Idiot, legst du noch eine Bombe drauf. Die Bombe detoniert die erste, zack, wenn sie Vio prockt, zack, detoniert die nächste, die hat 2 Runden im Stun gelegen. Weißt du, was ich meine? Deswegen versucht sie nicht wirklich auf Damage zu bauen, versucht sie eher auf Überleben zu bauen, also eher Richtung Speed HP, HP, das wird weitaus mehr bringen. Wirklich weitaus mehr bringen. Vor allem im PvP, glaub mir, weil die wird wegfliegen wie ein Theomas One-Shotter, die, wenn der Pech hat. Weil Ifrits liegen in der Natur zu procken. Also mindestens 2-3 Mal procken Ifrit im Normalfall immer. Vor allem der Gegner Ifrit. Ist irgendwie, keine Ahnung, ist so. Und deswegen überlegst dir, ist es besser? Es wird besser sein. Eher tanky ein bisschen bauen, auch wenn da steht Angriff. Die hat hauptsächlich ein Ziel und das ist das hier. Und das ist ein netter Nebeneffekt. Deswegen, ja, eher der Tanky bauen. Galeone ist auf Speed, HP, Accuracy, hat einen guten HP-Wert, guten Accuracy-Wert, einen guten Speed-Wert, ist abgetuned, nehme ich mal an, sollte immer ein schneller sein als das andere Team, also als der Rest des Teams. Und der HP-Wert könnte noch ausgebessert werden, also HP ist noch relativ wichtig. Orion ist auf Tempo Broken mit Speed, HP, Accuracy, kann man machen. Ein bisschen squishy. Speed. Könnte auch noch ein bisschen besser sein. Später noch auf Wille setzen, dann ist es okay. Lucian ist auf Attack, Crit Damage Attack. Das sieht gut aus. Fatal Klinge. Zu wenig Crit-Rate. Viel zu wenig Crit-Rate. Mindestens 70. Wenn nicht sogar über 70 inzwischen. Und den Rest in Crit Damage. Der Attack-Wert sieht okay aus. Wie gesagt, ich kann nur wieder das Video zu Herzen legen. Ich kann versuchen zu dran denken, das Video nochmal in die Beschreibung zu packen, wo das wirklich skaliert wurde und ausgerechnet wurde, wie der Crit Damage zum Attack-Wert sein sollte, um so und so viel Schaden zu machen. Kann ich nur ans Herz legen. Wenn ich dran denke, verlinke ich das nochmal in die Videobeschreibung. Aber ich kann sagen, zu wenig Crit-Rate, zu wenig Crit Damage und zu wenig Speed. Der wird outgespeedet, also der wird gecuttet und dann ist er One-Shot und der hat nichts gemacht. Das waren wir doch, Jidiana. HP, Death, HP. Würde ich nicht machen. Ich würde Diana. Diana ist so ein Monster. Ich weiß nicht, ob das Video schon kam oder noch kommt. Da habe ich auch ausführlich über Diana geredet. Diana ist ein sehr cooles Monster im PvP. Im PvP ist es echt eine 10 von 10, kann man schon sagen, ja. Kann man aber auch noch ein GB10, gegebenenfalls auch noch ein DB10 einsetzen und Farm. Na, gibt's Besseres. Vio Wille würde ich machen später, da du das jetzt noch nicht kannst. Okay, Speed, okay, dann gegebenenfalls Speed Broken geht natürlich, aber da später auf jeden Fall Vio Wille. So, ich würde eher Speed, Crit Rate, eventuell Crit Damage, HP gehen, denn, kann ich hier sogar erklären, mit dieser Passive erhöht deinen Angriffsbalken mit jedem Angriff um 25%, wenn du einen kritischen Treffer landest. Sprich, wenn du jetzt, sagen wir mal, mit dieser Attacke 4-mal krittest, ist der Attack-Balken wieder voll. Und das bedeutet, dass sie so gesehen ohne einen Vio-Proc einen zusätzlichen Zug bekommen hat. Dann könntest du zum Beispiel wieder zurück in die Einhornform gehen und Shield-Buff und was weiß ich, was die da noch alles machen kann. Deswegen ist Crit-Wert, vor allem später in der Arena, etwas, was du nicht unbedingt vernachlässigen solltest. Deswegen eventuell sogar wirklich auf Crit hier unten ruhen, also Speed Crit HP oder Speed Crit Damage HP, wenn du den Crit-Wert hinbekommst. Und das ist halt so eine Sache. Was halt auch noch sehr cool ist, so ein kleiner Nebeneffekt, sie hat eine der höchsten Base HP von den Einhörnern selber, ist ein sehr cooler Buff-Remover. Dadurch, dass sie ja auch mit diesem hier strippt und das 4-mal, also sprich, die Chance ist sehr hoch, dass die Buffs vom Gegner runtergehen. Und ist ein cooles PvP-Monster, also muss mal gucken. So, Edna ist auf Fatal Klinge mit Speed, Attack, also kann man machen, viele spielen ja auch auf Qual.
Ja, auf Qual und dann vielleicht Speed, Crit, Damage, Attack eher so gehen. Gut. Die Runen sind jetzt noch natürlich nicht wirklich ausgeglichen, deswegen sind die hier ein bisschen, die Stats jetzt noch nicht hundertprozentig safe. Zu wenig Crit Damage, halt dieses typische Problem bei Angreifern. Also, da muss noch was gemacht werden. Dias, oh, ist entruhend. Dev. Also bei dir ist es einfach nur wichtig, es ist scheißegal, was du für Set hast. Am besten wäre Rage, Frost, Wächter, Energie, irgendwie sowas, Schild. Wichtig bei ihm ist einfach nur extrem hoher HP, sehr guten Death-Wert, bisschen Accuracy. Das ist so das Wichtigste, was er hat. Also so die typischen Tank-Stats. HP, Death, Rest, bisschen Accuracy. So, das ist das Einzige, was er braucht. Also da kann man nicht viel verkehrt machen. So, Fregatte, das finde ich jetzt zum Beispiel interessant. Fregatte würde ich mega schnell bauen, wenn möglich. Mega schnell. Speed, Death, HP, genau. Also ich würde ihn bauen, wenn ich einen hätte. Tanky, mega schnell, mit Accuracy, weil er ja sehr viel Stun und all so ein Kram. Ja. Fehlt noch ein bisschen. Aber geht den richtigen Weg. Also Tempo Broken kann man auf alle Fälle machen. Vielleicht, wenn möglich, am Anfang vielleicht auf Tempo Fokus gehen oder so. Oder auf Tempo Energie. Und dann schön, schön tanky, schön speedy. Also mega schnell. Der sollte echt gut schnell sein. Vielleicht vor deinem, nach deinem Stripper noch drankommen. Also erst der Strip, dann Fregatte. Je nachdem, was für ein Stripper. Du hast den einzigen Stripper, den ich jetzt gesehen habe, so spontan. Ist Sierra, Gianna und Praha. Deswegen würde ich sagen, er sollte danach dran kommen. Sagen wir mal, Gianna kommt als erstes dran. Also der Gegner bufft, hat Wille drauf. Sagen wir mal, hat Wille-Runen drauf. Gianna kommt dran, nimmt die Wille-Runen runter. Dann kommt Fregatte dran, damit er sie gegebenenfalls stunnen kann. Oder meinetwegen erstmal den Attack-Balken höher macht oder reduziert, wie auch immer. Also, so würde ich das machen. Also schon, sollte schnell sein, aber zum Beispiel Gianna nicht vernachlässigen mit Speed. So, ja, das meine ich halt. Und Gianna sollte sowieso relativ schnell sein. Ja gut, dann haben wir alle durch, ne? Ja, gut. Das nächste wäre TUA. Fangen wir erstmal mit TUA an. Wie weit ist er bei TUA inzwischen? Hat noch nicht angefangen. Was ist denn dein TUA-Team? TUA, eigentlich relativ simpel in Anführungszeichen. Werde, sehr gutes Monster dafür. Vero würde ich auf jeden Fall mit reinnehmen. Dann würde ich, okay, du hast auch nicht so viele Six Stars, da ist ein bisschen suboptimaler. Baretta, auf alle Fälle. Marf oder so hast du jetzt natürlich nicht. Bella. Und du könntest es mit Sick probieren. Kannst auch Theomas probieren. Also da kannst du ein bisschen rumprobieren. Mit dem letzten jetzt hier. Gucken, je nach Stage verändert sich sowieso. Aber das sind so Standardmonster, die ich auf jeden Fall dir raten würde. Mit denen kommst du eigentlich durch. Hättest jetzt zum Beispiel noch einen Marf. Sagen wir jetzt mal als Beispiel. Damit solltest du eigentlich gut durchkommen. Verrat ist sowieso eine ultimative Maschine. Bei manchen Stages kann es sein, dass du mal zu Dias oder sowas wechseln musst. Oder zu Spectra wechseln musst. Oder halt vielleicht auch zu Kona, was weiß ich. Also so als Beispiel. Aber das ist ein Standardteam. Damit solltest du eigentlich gut vorankommen. Ich würde es wahrscheinlich am Anfang erstmal so probieren. Das sollte vielleicht relativ schnell sein. Dadurch Sick hat viele AOE-Hits plus dem Verrat. Also, so würde ich das machen. Das sollte eigentlich funktionieren. Wenn du irgendwann nicht weiterkommst in bestimmten Stages, dann musst du rumprobieren. Sprich, sagen wir mal, hier ist irgendwo eine Atamiel-Stage, ich glaube die 90, wo viele hängen, die jetzt noch nicht so viel weiter sind. Da ist dann immer die Sache, was gut ist, zum Beispiel Slow. Und dann erst auf die Yetis gehen, dann auf die Monkeys gehen und dann auf ihn gehen. Am besten wäre jetzt auch eine Heal-Blockade, zum Beispiel Kulin oder so. Oder Dias. Dias hat auch einen Heal-Block auf den ersten Skill, meine ich. Deswegen, also, du hast Möglichkeiten, du musst nur rumspielen damit, ja. Du musst nur die verschiedenen Kombinationen dann herausfinden, am besten die Boss-Sachen durchlesen, um dann zu entscheiden, okay, er braucht einen Heal-Block. Weil normalerweise zum Beispiel bei der Atamiel-Stage ist es so, dass du ihn immer angreifst, am besten mit einem Deathbreak. Also wenn du den Deathbreak hast, ist die Revenge macht dann halt, die Revenge macht nicht so viel Schaden. Sprich also immer versuchen, den Heal-Block immer drauf zu haben, dann sagen wir mal, du fängst mit den Yetis an. Und bei ihm immer den Deathbreak drauf landen. Dann erst die Yetis platt machen, dann die Monkeys platt machen und dann am Ende Atamiel platt machen. Und dann ein paar sollte es eigentlich passen. Also was noch, wie gesagt, wichtig ist für dich, wäre zum Beispiel Marv oder Kulin langsam mal anzufangen, weil die wirst du später sowieso brauchen. Und das könnte dir auf jeden Fall noch helfen. So.
Dragons. Wie sieht dein Team in Dragons aus? Das ist schon mal fast richtig, aber ich würde es eher so machen. Weil HP ist wesentlich wichtiger am Anfang als Speed. Ja, und Werde ist eigentlich eher so schon so ein Ding, was man mehr Richtung Speed-Team nimmt, anstatt Richtung Safe-Team. Er ist noch nicht mal Muss, ja. Deswegen, aber ich glaube, was ich ändern würde, wäre vielleicht sogar Wähler eher Theomas. Aber wir schauen uns das jetzt erstmal an. Wo ist dein Wähler? Ich schaue mir jetzt mal das Team an, nur dass ich jetzt... Oder warte, wir schauen uns einfach das an. Ich spule das für euch sowieso vor. Wir schauen uns jetzt erstmal dein Team an. Das war dein Team. Jetzt möchte ich mir erstmal gucken, wie das jetzt bei dir ist. Ob das überhaupt, also ob das inzwischen safe geworden ist oder so, das weiß ich jetzt nicht. Wenn nicht, schauen wir uns das jetzt einfach mal an. Und dann kann ich dir, also safe sollst du es auf alle Fälle kriegen. Aber wir schauen uns einfach mal an. Warte, ich muss noch ganz kurz gucken. Ich weiß nicht, ob du das so eingestellt hast, aber das ist das Beste, was ich dir raten kann. Vor allem bei Richtung Safe-Teams. Aber wir schauen uns das jetzt erstmal an. Ich weiß nicht, ob das, wie jetzt gesagt ist, ob du das auch so eingestellt hast. Oder ob das auch von meinen Einstellungen übernommen worden ist. Da bin ich mir meistens nie so hundertprozentig sicher. Aber wir schauen mal. So. Also. Mal gucken, ob das safe ist oder ob es irgendwo hakt. Also ich habe noch mehrere Variationen, wo ich mir sage, das sollte safe sein. Es ist am Anfang immer erstmal wichtig, safe zu sein. Ob es hinterher jetzt 5 Minuten dauert, ist am Anfang eigentlich erstmal relativ egal. Hauptsache, du hast es erstmal safe. Und dann, wenn du jetzt eine Zeit lang Dragons gefarmt hast, wird das automatisch immer schneller, wenn du deine Monster dann verbesserst. Das ist eine Sache der Geduld, kann man sagen. Also umso länger du farmst, umso länger, irgendwann kriegst du die passenden Runen und das Team wird automatisch schneller, bis du irgendwann wirklich zu einem richtig krassen Speed-Team umbauen kannst. Aber das dauert meistens ein paar Jährchen. Oder du bist wirklich ein Suchti, dann dauert es vielleicht ein paar Monate. Aber im Normalfall erstmal safe bleiben. Safe ist wichtig. Ja, safe sein ist erstmal wichtig. Und Wähler ist eine sehr coole Option hier, ja. Also das Team ist an sich gar nicht mal so verkehrt. Wenn es safe ist, gut, dann muss man ja nicht viel machen. Du hättest da noch ein paar Variationen. Zum Beispiel Werde eher nicht als Lead nehmen, sondern erstmal Six als Lead nehmen. Dann bist du noch ein bisschen tankiger. Und dadurch, dass Werde sowieso mit seinen Auto-Hits die Attack-Leiste füllt, ist es meistens ausreichend. Aber das ist ein Standard-Team. Also mit Wähler hast du schon einen guten Treffer gelandet. Wähler ist eigentlich sehr cool hier. Vor allem mit der Kombination noch zusätzlich mit Vero hast du eigentlich kaum Probleme mit dem Debuffs vom Dragon. Deswegen... Im Großen und eigentlich mit Wähler müsste das mega safe sein. Der Rest ist eigentlich mehr so ein bisschen tuned. Also du könntest zum Beispiel versuchen, dein Vero rauszulassen, dadurch, dass du Wähler hast. Und ihn dann durch Siomas zu ersetzen, um es halt ein bisschen schneller zu machen. Das wäre zum Beispiel eine Methode. Oder du versuchst es halt, ja anders. Ich weiß halt wie gesagt nicht, woran es hapert. Ich mache das jetzt einfach so. Ich sehe es ja gleich an der Zeit, wie lange es ungefähr bei dir dauert. Wenn das sehr viel weniger ist, dann gehe ich davon aus, dass du vielleicht sogar auf Face gehst. Aber das ist halt die Safe-Variante. Rechter Tower, dann den Dragon. Fertig. Das Ding ist halt, du hast keinen Buffer, du hast hier keine Megan. Deswegen ist das teilweise sogar noch ein bisschen safer, so wenn du erst auf den rechten Tower gehst und dann erst aufs Gesicht. Du hast nämlich nichts dabei, was trippt, außer Bella. Und das bringt am Ende sowieso nichts. Das ist halt einfach safe, wenn man zuerst auf den rechten Tower geht. Und es sieht sogar sehr gut aus. Ich sehe da gar keine großen Probleme, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn es aber nicht hundertprozentig safe ist, würde ich einfach switchen. Ja, einfach Sigmas, Sick als Leader nehmen und Werde als zweiten Lead. Wird wahrscheinlich ein bisschen länger dauern, ist aber wesentlich sicherer. So, jetzt ist nämlich das Problem, dein DD ist dead, dadurch, dass der Tower halt, der macht halt einen mächtigen Angriff. Deswegen mag ich zum Beispiel Theomas lieber, weil Theomas durch ein Endure auf jeden Fall noch eine Überlebenschance hat, wenn es ihn trifft. Bei mir ist es zum Beispiel der Fall, dass bei mir immer Vero abkackt hier. Vero oder Theomas wird meistens gehittet und der Rest überlebt im Normalfall bei mir. Und deine Bella ist ja mega tanky. Also eigentlich ist das safe. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das hier noch groß scheitert. Vor allem jetzt dadurch, dass die Dots auch landen, ist es eigentlich an sich, schätze ich, kein großes Problem. Also du hast jetzt nichts gesagt davon, dass ich das Team schneller machen soll. Es ging einfach nur um DB10 und das DB10-Team läuft in erster Linie, würde ich sagen. Also da sehe ich keine Probleme. Es ist, wie gesagt, ein bisschen, dauert ein bisschen, aber da muss ich, glaube ich, inzwischen nicht mehr groß eingehen. Ist ja sehr cool. Also? Es ist an sich safe. Jetzt gucken wir nochmal die Zeit. Meins hat eine Minute länger gedauert. Könnte sein, dass du aufs Gesicht gehst. Wenn du aufs Gesicht gehst und es nicht wirklich safe ist, dann weißt du, woran es liegt. Erst den rechten Tower, dann das Gesicht. Sonst kann ich dir nur noch raten, es so zu machen. Das wäre noch eine Option. Vielleicht kannst du sogar Vero rauslassen, dadurch, dass du Wähler hast und Siomas mal versuchen. Das könnte das Ganze nochmal verschnellern. Ja, ein bisschen schneller machen, dadurch, dass du einfach ein bisschen DD mehr hast. Aber es läuft. Also ich sehe da auch keine großen Probleme. Es sah auch sehr safe aus, muss ich sagen. Also ich schätze, da wirst du keine großen Probleme haben. Gut. Dann würde ich sagen, das war's. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, Leute. Und ich hoffe, wir sehen uns nächstes Mal wieder. Haut rein!